Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Und mir ist gerade wieder aufgefallen, dass wir das Radio leider ausmachen müssen. Nicht wegen Urheberrechtsverletzung oder so, sondern weil FreeDog wieder die absoluten Spoiler raushaut. Und ich finde das irgendwie nicht geil. Also persönlich nicht geil, weil... Also ich meine, ich kenne das Spiel, wahrscheinlich kennt jeder das Spiel. Aber im Endeffekt dieses... Dass man schon sagt, bevor wir irgendwas gemacht haben, ja, das nervt so ein bisschen. So. Ja, obwohl, flattert er jetzt wieder Musik, der hat ja gerade aufgehört. Okay. Okay, keine Ahnung. Egal. Lassen wir mal an. Und hoffen wir einfach mal, dass er jetzt nicht so die absoluten Spoiler, also Spoiler im Sinne von, dass er halt das Ende schon spoilert und. Das ist, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder keine Ahnung. Also ich weiß, aber bei der Xbox hatte ich das am Anfang nicht damals, als ich zurückgespielt habe. Irgendwann kam das einfach und das war halt echt nervig. So, Aufgaben. Zugang zu Vault 112 verschaffen. Das Prozessorgerät im Zentralrechner der Robco-Produktionsanlage installieren. Ich glaube, das machen wir auch zuerst. Ja, Platz haben wir noch genug, da können wir halt trotzdem... Ja, obwohl, ich würde sagen, trotzdem nach Megaton. Aber halt von da aus direkt raus und ab zum Robco-Werk. Und ich weiß, ich könnte jetzt schlafen und... mich so ein bisschen damit heilen, aber egal. Egal, wir gehen jetzt einfach mal zum Robco-Werk und gucken mal, was da so abgeht. Vielleicht haben wir auch auf dem Weg so viel Sachen, die wir finden, dass wir vorher nochmal nach Megaton müssen und das ablegen müssen, weil ich glaube, in diesem Werk kann man auch eine Menge noch finden. Ich muss einmal das Mikro richtig verschieben. Was ist denn da für ein... Nein, ein Yaogai. Verdammt. Triff doch! Na! Ah! Boah, Jung. Ich mag. Ja, ihr seid nicht mehr wirklich gefährlich. So ein Yaogai schon. Der hat mich jetzt ordentlich Leben gekostet, ne? Ich meine, okay. Ja, man versucht mit der Jagdflinte drauf zu schießen, war jetzt vielleicht nicht so die beste Taktik, aber ja. Die Kampfflinte ist immer noch ziemlich im Arsch, leider. Ah, das ist nicht gut. Komm, dann können wir uns sogar noch ein bisschen Platz machen. Ja, das mit der Kampfflinte stört mich so ein bisschen. Aber gut, wir werden es überleben. Hoffe ich. Ich hoffe, die Kampfflinte auch. Shit, egal. Ach ja, ich freue mich, im Ödland zu sein und hier mal ein bisschen weiter rauszukommen, weil bis jetzt hat sich unser Spiel ja nur hier abgespielt. Und die Karte ist einfach drei Viertel noch mehr. Noch größer, also ich meine, das ist jetzt ungefähr ein Sechstel der Map. Okay, hier waren wir auch schon, also hier zumindest. Ich will da gar nicht hin, aber dankeschön. Ja, das ist jetzt ein Sechstel, was wir erkundet haben. Da kommt noch einiges auf uns zu. Das Ding ist halt hier, die Gebiete, die werden halt immer, ja, ich würde nicht sagen schwieriger an sich, aber es gibt halt schon stärkere Gegner, was natürlich gut ist. Ich dachte, es steht noch ein Yaogai, aber alles gut. War nur ein Stein. Ah. Ich muss auch sagen, bis jetzt von allen Fallout-Titeln, die ich gespielt habe, und das waren, das ist gut wie alle, ich meine, Fallout 1 und 2 habe ich jeweils angespielt, aber nicht zu Ende gespielt leider. Doof, muss ich nachholen. Werde ich natürlich dann auch aufnehmen. New Vegas habe ich zum Beispiel auch nie komplett zu Ende gespielt, aber alles erkundet. Ich weiß gar nicht warum. Ich fand die Story, glaube ich, nicht, obwohl ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Aber irgendwie habe ich es nie zu Ende gespielt bekommen. Ach, sind es Raider oder ist es die Talent Company? Ach, nur ein Raider. Hehe.
komm. Na? Oh. Ja, ja. Oh, der hat einen Flammenwerfer. Leck mich doch am Arsch. Alter, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der hat einfach einen Flammenwerfer. Digga, was ist mit dir? Den nehmen wir mit. Der hat einfach einen Flammenwerfer am Start, ey. Unglaublich. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ge... kritischer Schleichangriff. Der ist schnell. Boah. Nein, hol die Kampfflinte raus! Oh Gott, er lässt die Kampfflinte drin und will sie lieber die... Boah, ich fange schon an zu stottern. Alter, was ich sagen wollte ist, er hat sie nicht rausgeholt, weil er erst seine scheiß Jagdflinte nachladen will. Was ist denn mit dir, Mensch? Und schon wieder ein Stimpack. Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall langsam schwieriger. Finde ich gut. Ich meine, wir spielen auf normal. Ich hätte auch, auch einfach auf sehr schwer spielen können, aber sehr viele Tode sind dann vorprogrammiert. Vor allem am Anfang, wo man noch nicht so wirklich geskillt ist, sag ich mal. Ach, nicht schon wieder. Na? Ja, wir werden nicht versteckt sein. Direkt die Jagdflinte raus. Na, ja! Okay, dann holst du halt die raus. Ja, gut, dann schlägst du halt Schläge ein. Ist doch okay. Gut. Geht doch, Alter. Wir haben jetzt aber ganz schön gelitten. Uff. Ich guck mal, die nächste Sache, die ich jetzt, entdecke, da werden wir uns einmal nach Megaton teleportieren und einmal eine Stunde schlafen. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier 30.000 Stimpacks auszugeben dafür. Und wir werden auch noch ein paar Stimpacks kaufen, denke ich mal. Ich meine, wir haben genug Kronkorken. Wir haben mehr als genug Kronkorken. Und mehr als genug Stuff, mit dem wir uns Kronkorken besorgen können. Also, da oben sind doch safe Raider drin. Oder Supermutanten. Aber ich glaube, hier sind es eher Raider. Ich glaube, das hier so ist Raider-Gebiet. Okay, hier ist nix. Fort Independence. Okay, das sagt mir gerade. Doch, das... Na, doch. Das sagt mir wieder so ein bisschen was. Aber da wollen wir noch nicht hin. Ich habe jetzt Angst, wo wir uns gleich hin teleportieren, wenn wir hier hin teleportieren. Aber ich hoffe mal nicht allzu weit in irgendwelche Missionen rein. Das wäre schon toll. Und wir geben auch, wollte ich gerade sagen, wir können auch den Flammenwerfer direkt mal ablegen. Wunderbar. Guck mal, passt doch alles. So, was haben wir denn hier, was wir ablegen können? Die 10 mm brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht, die auch nicht. Den nicht. Nö. Ich weiß, das andere war besser, aber also mit besserem Schuss, aber auch nur so ein Millimeter Balken und scheiß drauf. Chinesische Maschinen. Ach, guck mal, chinesische Sturm. Ach, wir haben es aber voll, okay. Kampfflinte. Haben wir doch auch bestimmt ein paar oder auch nicht? Shit. Müssen wir uns von Moira halt reparieren lassen. Und dafür nehmen wir ein paar Talon-Kampfrüstung mit, würde ich sagen. Die sind eigentlich ganz gut um... Acht? Was? Wieso bringt die nur acht? Wer hat acht? Willst du... Was? Ja, wir nehmen jetzt alle mit hier. Und reparieren die erstmal. Alter, was gibt das nur acht? Was? ...244, so muss das aussehen. Aber ja, ist ja ein Witz, ey. Okay, dann werden wir mal eine Stunde die Äuglein schließen, ein bisschen ausruhen, ne, ihr wisst Bescheid. Wir werden noch ein bisschen Sachen weglegen. Die Kleidung natürlich nehmen wir mit. Medex, ja, Schadensresistenz geht noch. Red Away, tun wir mal 4 weg.
Schmutziges Wasser, Stealth Boy brauchen wir alle nicht erstmal. Yaoi-Fleisch weg. Altmetall kommt hier nicht rein. Stange Zigaretten. Fockingsgeld nehmen wir einfach mal mit. Und sonst haben wir alles. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir ab zum Moira-Eimer. Wie viel zieht das ab? Ach, gar nichts. Wunderbar. Hier. Sie haben so viel für uns getan. Ich möchte, dass Sie das hier annehmen. Das ist alles, was ich Ihnen anbieten kann. Ja, ich würde sagen, die hat so viel Eindruck geschindet, dass ich einfach mitten in der Luft stehen blieb. Was für ein Beispiel für uns alle. Ja. Oh Mann, ist das dämlich gewesen. Egal. Ich meine, das Spiel ist älter. Da muss man auch berücksichtigen. Aber es ist immer noch geil. Für mich immer noch das beste Fallout. Werden wahrscheinlich viele anders sehen, aber für mich. Fummeln Sie in letzter Zeit an interessanten. Ich war noch nicht drüben beim Robco-Werk. Roboter sind nicht gerade mein Stil. Ja, machen wir so. Warum gehen Sie nicht einfach hin und lernen neue Leute kennen? Oder stellen Sie freundschaftliche Verbindungen her, wenn Ihnen das besser gefällt? Mit wem? Mit den Robotern oder was? Experimente? Nein, 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 ich will hier Angebot. Schauen Sie ruhig. Dankeschön. Moira Brown. Was hat sie denn überhaupt für Waffen? Aber sie, ja, okay, sie hat wahrscheinlich nicht so den besten Stuff, oder? Sie hat Tal- und Kampfrüstungen. Sie kriegt gleich noch mehr Tal- und Kampfrüstungen. Ich glaube, wir waren schon mal hier und haben Tal- und Kampfrüstungen abgegeben. So. Ich würde sagen, das geht schon. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir würden bei Gob vielleicht sogar mehr kriegen, aber der hat auch nicht so viele Kronkorken. Und im Endeffekt auch nicht so viel, was wir vielleicht gebrauchen könnten. Vielleicht ein paar Stimpacks, aber sie hat gar keine Stimpacks. Das ist nicht gut. Aber was sie kann. Gute Jagd! Wenn sie die Die Kampfflinte reparieren. Das brauchen wir nicht reparieren. Das kostet 110, diese dämliche 10 mm zu reparieren. Die Informationen, die sie uns bringen, sind großartig. Ja. Ich wollte gerade sagen, das nutzt sich hier nie ab. So. Lucy nicht. Was Hallo darf's denn sein? Jenny. Was sagt die Speisekarte? Hey. Ach, die hat ja nur Hilfe, ne? Stimpacks, 8 Stück. Ja. Ja, nehmen wir mit. Wir haben 6000 Kronkorken, was soll der Geiz? Viel Erfolg. Ich dachte, der kratzt da nur mit so einem Stiel auf dem Boden rum. Das sah jetzt ziemlich wild aus. So, ja, ich glaube, Gob hat nicht noch was Neues. Dann wollen wir doch mal direkt uns abmachen wieder zum Fort Independence. Oh, ja, natürlich spawnen wir uns hier hin. Danke für die Hilfe. Wer sind Sie? Glauben Sie mir, ich habe nicht vor, bald zu sterben. Meine Leiche würde das schöne Ödland noch doch ruinieren. Sie passt farblich nicht. Schnauze und weg mit der Knarre. Ja. Danke für die Hilfe. Wer sind Sie? Defender Anne-Marie Morgan von den Ausgestoßenen. Alles, was Sie wissen müssen, ist, dass ich ein Gewehr und wenig Toleranz für Spielchen habe. Wer seid ihr Leute denn? Ah ja, Sie sammeln Technologie. Wie kann ich mich Ihnen anschließen? Erzählen Sie mir von den Ausgestoßenen. Was haben Sie gegen die Bruderschaft? Ich muss mich dann auf den Weg... Ja komm, machen, fragen wir mal durch. Jetzt ist zu spät. Der alte Lions vertraut vielleicht dahergelaufenen Fremden. Wir aber nicht. Aber wenn Sie helfen wollen... Nun, vielleicht können wir uns auf ein Geschäft einigen. Wenn Sie uns technische Geräte bringen, bezahlen wir Ihnen je nach Gerät einen Finderlohn. Protektor Cassidy muss aber erst zustimmen.
Ich weiß nicht. Erzählen Sie mehr über diese Arbeit. Hört sich gut an, ich bin dabei. Nein, danke. Wenn ich kein Mitglied sein kann, bin ich auch kein Laufbursche. Wir sind vielleicht sehr gut ausgerüstet, aber wir haben kaum genug Leute, um die Technologie der Vergangenheit wieder zu beschaffen. Einheimische wie Sie können einen größeren Bereich der Wüste nach technologischen Relikten wie Powerrüstung oder Energiezellen absuchen. Wir kennen den Wert besser als jeder Schrotthändler und wir haben größere Munitionsvorräte, was für Sie bessere Geschäfte bedeutet. Okay. Ah, komm, hört sich gut an. Okay, aber zuerst müssen Sie mit Protektor Kerstin sprechen. Mit ihm können Sie die Details abklären. Gut. Könnten wir natürlich machen. Ach komm, wir sprechen aber mit der Kerstin. Hier ist durchschnittlich verschlossen. Was ist das hier? Ich kam vorhin von da hinten, da kannst du einfach rein. Wenn die jetzt auf uns schießen, mache ich das ganze Lager platt. Das war schlecht. Das war besser. Hallo, und wer bist du? Ich bin Protektor Henry Kasten, Anführer der Ausgestoßenen. Hoffentlich haben sie was Wichtiges. Normalerweise verschwende ich meine Zeit nicht mit Einheimischen. Aber Morgan hat mir gesagt, dass Sie sich nützlich machen können. Also, haben Sie Interesse daran, für uns Technologien zu sammeln? Aber natürlich, ich muss noch ein bisschen mehr über den Job wissen. Bevor ich mich entscheide, ich nehme den Auftrag an, ich brauche etwas Zeit, ja, machen wir das so. Es ist ganz einfach. Bringen Sie uns technologische Geräte und wir bezahlen Sie für Ihre Funde. Am besten sind große Sachen wie Powerrüstungen und Energiezellen. Aber wir nehmen auch Sensoren oder Ersatzteile. Oh. Als Gegenleistung bezahlen wir Sie mit 556 Munition. Granaten, Stimpaks oder Redaway. Das ist für Sie da draußen sowieso sinnvoller. Fuck you, ich nehme Kronkorken. Nein, wir machen's. Das wollte ich hören. Sie können sofort beginnen. Schön. Sie sind mir direkt unterstellt. Ich nehme Ihre Funde und bezahle. Und jetzt legen Sie los. Ich muss ein paar Geräte abgeben. Erzählen Sie mir mehr von den Ausgestoßenen. Ja, komm. Wenn wir das hier machen, und wir kommen hier bestimmt nochmal zurück, werden wir schon, sag ich mal, früh genug mit denen über alles sprechen. Ich mag die Ausgestoßenen selbst leider nicht so wirklich. Da liegt zumindest der Kopf. Ach, hier ist ja auch der Körper. Nehmen wir doch mit. Wo muss ich hin? Ich muss da hoch. Dann gehen wir doch da hoch, ne? Also, wie gesagt, die Ausgestoßenen sind teilweise nützlich, vor allem wenn man so die Trupps im Ödland findet und die einem helfen, kann sehr nützlich werden manchmal. Aber sie können halt auch ziemlich arschig sein und einen selbst angreifen. Zumindest wurde ich schon öfter von denen angegriffen. Ich habe keine Ahnung, ob ich dann vielleicht mal einen aus Versehen getroffen habe oder so. Ach, Gefahr, komm. Ah, von denen. Habe ich meine 10mm abgegeben? Ah, was? Ich habe nur noch die kaputte 10mm dabei. Ach, ungeil. Das war doof. Das war ziemlich doof. Ach komm. Gib mir die 2 EP pro Blähfliege. Aber die Drüsen bringen ja nichts, oder? Ich glaube, die waren total... Ja, die waren absolut wertlos. Die brauchen wir nicht. Ja, habe ich die falsche 10 mm dabei? Ist auch nicht so gut. Doof. War nicht so der beste Move. Naja gut, alles andere haben wir zum Glück... richtig mitgenommen. Ach, ich sehe da hinten schon noch einen interessanten Ort, den Tenpenny Tower. Da können wir auch nochmal hin, aber nicht jetzt. Wir gehen jetzt erstmal ins Robco-Werk. Aber wo ich gerade den Tenpenny Tower sehe, weiß ich... Oh nein.
Ja. Ja, das könnte jetzt unser erster Tod sein. Oder auch nicht. Okay. Ach, die Kampfflinte, ne? Gold wert, sag ich euch. Ah, 4 Drüsen. Okay, ist auch ein Red Reason Skorpion gewesen. Reason, genau. Ein Red Reason Skorpion. Ja. Oh, was haben wir denn hier? Dosen und ein Kinderfahrrad. Will ich's wissen? Ich glaube eher nicht. Das ist nur ein Red Skorpion. Ja, der ist nicht. Defender Rockfall. Warte mal kurz. What? Warum ist der im Felsen? Defender Rococo Rockfall, zu Ihren Diensten. Da draußen müssen Sie aufpassen. Schön, Sie kennenzulernen, Rock. Oh nein, ist das doof, ey. Oh Gott, ist das alles dämlich, Mann. Ist das ein Zufall, dass der sich in den Berg da, in den Rock reingebackt hat? Oh, ist das dämlich. Ich hoffe, Sie sind auf meiner Seite. Rococo Rockfall, wie kommt man denn zu so einem Namen? Und wie wäre es, wenn ich Sie gleich Coco nennen würde? Schießen Sie nicht auf mich oder meine Freunde. Ich glaube, wir kommen schon klar. Nice. Kann ich Ihrer Gruppe bei... Was denn? Ich sehe den nicht mal. Wer seid ihr Leute denn? Was denken Sie von der stillernen... Okay. Wir haben Powerrüstungen und große Waffen. Und außerdem sind wir jetzt am Drücken. Ah ja. Normalerweise ist das alles, was man wissen muss, um keine Fragen mehr zu stellen. Werden Sie jetzt aufhören, Fragen zu stellen? Nö. Wir stellen weiter Fragen. Tut mir leid. Protektor Kestin sagt, die Einheimischen hier seien kaum intelligenter als Maulwurfs. Aber Morgan hat gesagt, wir könnten eventuell Arbeit für Außenstehende haben. Reden Sie mit ihr, falls Sie wirklich Interesse haben. Habe ich schon, alles gut. Das ist also ein Ausgestoßener. Ich habe Ihnen wirklich gerne gedient, aber die Technologie muss im Vordergrund stehen. Der älteste Lines war ja sehr nett, aber auf diese Weise rettet man keine Technologien. Es war reine Zeitverschwendung. Dafür habe ich meinen Vater nicht großgezogen. Als dein Casting ging, um die Mission fortzuführen, bin ich ihm gefolgt. Okay, ich meine, er hat auch vorhin gesagt, dass die Einheimischen hier nicht schlauer sind als eine Maulwurfsratte. Also wir sind nicht in dem Felsen und stecken fest. Tschüss. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Unvorteilhaft. Der hat eine Minigun. Ich höre hier schon wieder Explosionen. Da hinten ist ein Red Skorpion. Wenn wir Glück haben, müssen wir uns mit dem nicht fetzen. Das ist nämlich, glaube ich, auch wieder ein Riesenskorpion. Ja, die sind eklig. Oh nein, nicht schon wieder. Ah. Unsere Jagd, unsere Kampfflinte. Ah, schön. Ist das ein Riesenskorpion? Ich kann nicht. Ich guck mal. Ja, das ist ein Riesenskorpion. Nein, das wollte ich nicht. Ich will nichts von dem Riesenskorpion. Und hier ist das Robco-Werk. Mal umgucken hier, ob wir noch irgendwie Feinde finden. Habe ich nicht was gehört? Waren wir das? Ah, Riesenskorpione sind nicht schön. Die sind halt ziemlich zäh und ätzend. Aber gut. Okay, der ist auf unserer Seite. Ich wollte schon schießen. Die Raiders haben mich mit Sprengstoff vollgestopft. Sie müssen mir helfen. Willst du mich verarschen? Ja, komm.
Oh! Leck mich am Arsch! Alter! Alter! Digga! Er schießt mit Raketenwerfer auf uns! Der Fluch einfach mal so hart an mir vorbei, so knapp, Mann. Ich wollte gerade sagen, Digga, warum... Warum stopfen sie die mit Sprengstoff voll? Was ist denn mit denen? Komm, schieß mal auf mich. Komm, schieß mal auf. Schieß doch. Mann, der Raketenwerfer-Dude soll mal schießen. So, Moment. Oh, fick mein Leben, ey. Eieiei. So, Kollege. Digga. Ah, du willst auf jeden Fall die härtere Tour. Hey, bleib mal stehen. Ja, da rennt er. Kleine Sackratte, ey. Junge, die mit ihren Raketenwerfern, ne? Was ist denn mit euch? Oh, sie hat zumindest eine Jagdflinte dabei. Warum rennt sie weg? Sie hätte die doch noch töten können. Ich meine, die haben sie mit Sprengstoff vollgestopft. Was hat sie erwartet, dass sie da noch lebend rauskommt? Vielleicht hätte sie es geschafft, wenn wir mehr in Sprengstoff geskillt, aber aber so nicht. So nicht. So. Wo ist denn hier der andere? Oder habe ich alle? Ach, die ist egal. Die werden eh nur irgendeinen Bullshit dabei gehabt haben. So, da ist schon der Tenpenny Tower. Näher als gedacht, muss ich mal sagen. Oh, da ist die Wand. Da kommt man auch so, glaube ich, nicht rein. Wenn ich mich recht erinnere. So, Robco Factory Floor. Wir gucken uns aber erst einmal um. Und lassen hier mal ein bisschen das Gebiet laden. Wir gucken uns auch nicht zu weit um, weil da hinten wartet schon ein Red Riesenskorpion auf uns. Ich weiß es noch. So, da ist... Ist da was drin? Nein, Mülleimer ist leer. Das brauchen wir da nicht. Sobald ich einen Skorpion sehe, fange ich an zu laufen. Ich glaube, der kommt uns nicht hinterher in die Tür. Ja, gut. Weiter brauchen wir dann jetzt auch nicht laufen. Ich meine, ein Aufreger mit so einem Raketenwerfer soll ja genug sein. Alter Schwede, ey. Junge, das ist ja... Ne? Unbehaglich. Sehr unbehaglich, wenn du da auf einmal stehst. Denkst dir gerade noch so, was ist denn da los? Warum behängen sie die Olle da mit Sprengstoff und auf einmal zischt dir so eine Rakete am Kopf vorbei? Das ist nicht so toll. Mit den Protectrons können wir nicht sprechen. Das ist auf jeden Fall das Nuka-Cola-Protectron. Der müsste das Militär-Protectron sein. Also ich weiß aus Fallout 76 auch, wie die Feuerwehr-Protectrons aussehen. Ah, für die nehme ich die 10 mm. Weg mit euch. Ja. Ist jetzt nicht so der krasse Shit hier. Also die Gegner. Können wir den elektrischen Leiter auch? Ich nehme ihn mal mit. Ich nehme ihn mal mit. Ich muss ehrlich sein, ich habe an diese Sache mit den Ausgestoßenen gar nicht mehr gedacht. Also wirklich überhaupt nicht mehr. Dass man dafür halt auch noch Sachen sammeln kann. Ich denke mal, dass ich das dann früher auch nicht oft gemacht habe. Und wir haben schon die Zeit auch schon wieder... Die Zeit rennt, sag ich euch. Die rennt. Da ist ein Protectron. Ja.
chill doch mal. Tritt doch den Reifen nicht so dumm weg. Ah, genau. Springen Sie einfach mal hier einen Kilometer nach oben. Ja, ja, du auch. Genau, genau. Ja, ja. Ciao. So, da ist ja noch eins. Ein Nee, eher gesagt. Wie viel Schuss hat die jetzt ausgehalten? Oder habe ich einfach null getroffen? Ich will eigentlich noch die Gegner hier besiegen und dann die Aufnahme beenden, wenn ich ehrlich bin. Damit wir uns in der nächsten Folge halt komplett auf die, Mission konzentrieren können. Ich will die Kiste haben. Die ist leer. Na super. Elektrische Leiter. Ah, nein. Du brauchst das Altmetall nicht töten. Ich hab mich verdrückt. Doof. Robco Overall. Den nehmen wir mal mit. Dampfanzeige brauchen wir eher weniger. Das Sensormodul nehmen wir mit. Können wir mal gucken, was sie dafür geben. Ich meine, wenn wir von denen ordentlich Stimpaks kriegen. Ich kann mich wirklich nicht mehr an die erinnern. Das war die Morbus-Ratte, liebe Damen und Herren. Sind die hier drunter? Ich habe keine Ahnung, wo die hier alle sind. Es kreucht und fleucht hier und ich sehe sie nicht. Sind auch vielleicht über uns, keine Ahnung. Wir gucken uns hier natürlich nochmal komplett genau um. Aber ich will halt, wie gesagt, jetzt erstmal nur... Ah, lad doch nicht so dumm nach. Danke. Okay, hier ist ein toller Raum. Hier steht ja nichts drin. Wofür ist der da? Haben sich hier die Arbeiter reingelegt zum Schlafen oder was? So, in der nächsten Folge werden wir uns aber auf jeden Fall hier einfach mal umgucken. Also genauer umgucken. Ich will jetzt halt nur, wie gesagt... die Gegner hier ausschalten. Dann gehen wir zum Eingang zurück und dann werde ich auch die Aufnahme beenden. Bevor wir hier irgendwas drücken. Danke. Da ist noch eine Morbus-Ratte gewesen. Ich habe es gesehen. Danke. So, dann können wir jetzt zum Ausgang. Ich müsste jetzt eigentlich alle erwischt haben hier auf der Seite. Okay, da sind noch welche. Ach, ja. Na ja, komm. Alles wird gut, mein Freund. Ach, hier sind auch noch welche. Ja, gut. Okay, okay. So. Jetzt müssten wir aber alle haben. Ja, komm, den Raum hier, den plündern wir schon mal. Wir haben ja auch gerade ein paar Munitionskästen leer gemacht. Und gut. Da ist aber nichts drin. Na, der ist eher mau. Ein paar Schuss Munition, das ist gut, aber sonst eher mau. Na, hier ist auch nichts. Gut. Da ist ein kleines Auto. Spielzeugauto. Energiezelle. Was haben wir noch? Oh, hier können wir ein bisschen was mitnehmen. Kronkorken und ein bisschen Muni, ne? Ich meine, besser als nix. Hier ist noch ein... Was haben die hier? Wie viele Munitionskisten haben die denn hier gebunkert, ey? Freunde, habt ihr euch für einen Krieg vorbereitet? Okay, es war ja Krieg. Alles gut. Habt ihr richtig gemacht. Ein Stealth-Boy. Ja, den nehmen wir mit. Dampfanzeige, Terpentin. Wofür? Ich meine, klar, damit können wir später mit der Werkbank ein bisschen was machen, aber... ob man es jetzt wirklich braucht, ist so eine andere Frage. Und dann auch in der Menge. So, Schreibtisch. Komm, dann haben wir den Raum hier links direkt fertig vom Eingang. Overall... nehmen wir mit. Packen wir uns weg. Dann haben wir den auch schon mal. Dann haben wir auch schon so ein paar Sachen drin. Ich meine, ich liebe es, so Sachen einfach so zu sammeln. Egal, ob sie wichtig sind oder nicht. Wenn sie wichtig sind, also so selten sind, dann natürlich noch geiler. Aber sonst sammle ich einfach gerne Sachen hier in solchen Spielen. Man hat es vielleicht schon ein bisschen gemerkt.
Ja. Kronkorken noch. Hier ist noch ein Schraubenschlüssel. Das sieht nicht wirklich stabil aus. Und dann würde ich sagen, haben wir den Raum hier fertig. Mehr braucht man nicht wissen. Und können dann in der nächsten Folge... Ach komm, hier die Toiletten machen wir auch noch. Die machen wir jetzt auch noch. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Die machen wir noch. Da liegt irgendwas Totes drin. Okay. Wo wurde der Gar ausgemacht? Oh, ist das Red-X? Das ist Red-X. Nice. Verdammt. Und hier haben wir auch noch was. Hoffe ich mal. Doch. Ein Red-Away und ein Stimpack. Das ist ein Buch. Das ist aber nur ein ruiniertes. Naja, ja, ist nur ein verbranntes Buch. Nee, ist auch nur versaute Bücher. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich habe jetzt nicht mit einem Protektron auf dem Pott gerechnet. Aber es ist ein Protektron auf dem... Okay. Das ist geil. Das ist geil. Er hat einfach Altmetall geschissen. Kann man so... Das habe ich bis jetzt noch nie gefunden, glaube ich. Ich habe einfach gedacht, okay, vielleicht liegt noch was unter dem. Man findet halt auch immer noch was Neues, ne? Auch wenn es nur so, ne? Oh, Lügen im Kongress. Das nehmen wir auch noch mit. Aber den Rest lassen wir uns dann für nächstes Mal hier im... Ach komm, den Eingangsbereich noch. Den machen wir noch. Ey, ich meine ganz ehrlich. Dann können wir nach rechts gehen in der nächsten Aufnahme. Also in die Haupträume und können da richtig loslegen mit dem Suchen. Ich würde sagen, der Schrank war schwer. Er wird mir zustimmen. Und ja, hier ist ja auch sonst nichts mehr. Okay. Hat sich das auch erledigt? Oder ist da noch was? Nee, ich denke mal nicht. Dann hätten wir das hier auch. Und können in der nächsten Folge halt komplett hier lang gehen. Und bevor ich es in der nächsten Folge vergesse, werden wir mal direkt Lügen wie im Kongress uns reinziehen. Und damit würde ich dann auch sagen, bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen.